Keine Sorge, gute Frau, wir sind von der Bundeswehr. Haben Sie vielleicht eine Geisel gesehen? Insurgency Patrol machen. Was scheint, sie wollen, dass wir da mitten über den Berg drüber fahren. Also Geländegängig wäre, glaube ich, nicht schlecht. Oder luftbeweglich. Ich weiß nicht, ob wir luftbeweglich das machen können. Denn wir können natürlich den Scharfschützentrupp in den Humming reinsetzen. Sonst beobachten und eventuell irgendwo landen. So, um es vor uns, wir sind aufgesessen und einsatzbereit. Meinst du, dass wir die fliegen oder was? Befehle. Ja, gut, für euch ausweichen auf Basis. Dort dann Wechsel auf luftbewegliche Einheit. Euch ist freigestellt, welches Gefährt ihr nehmt. Vorschlagen Hummingbird, dann seid ihr luftbeweglich, unser Auge für die Luft. Wir gehen dann abgesessen mit Rad-Kfz weiter vor. Ja, da brauchen wir gucken, mal die Patrouille. Müssen wir das Fahrzeug wechseln? Wäre uns lieber, wenn wir das behalten und langsam vor zum nächsten Ziel fahren und dort schon mal die Lage checken. Na gut, ihr habt 4 Räder, dann gibt mal Gas, wir kommen mit dem Panzer nach. Alles klar, verstanden. Ja gut, Lukas. Auf geht's. Wie man so schön sagt, ne? Rechts treten, links dran. Ach ja. Oh ja. Wow. Hat Steph aber etwas gewundert, glaube ich, der Panzer. Kann man sagen. Wie bitte? Der Panzer fährt bei Vollgas etwas bedürftig. Ja, der ist noch nicht so geil von der Physik her. So. Ein Wagen jetzt hier. Ein paar Physikfehler sind noch drin, aber ganz ehrlich, für einen Mod ist das so detailreich. Wenn ich mir jetzt meine Weste runterschaue, ich sehe sogar das Textilmuster an den Munitionstaschen. Also, wie gesagt, für einen Mod, der kostenlosen Mod, ist das echt geil, was wir da gekauft haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich auch mal ein bisschen Zeit. Nicht jetzt, aber. Wir machen gleich einen kurzen Schub kurz vor Lager und checken einmal kurz die Lage, ob wir durchfahren können. Da wurde unser letzter Funkspruch, kommen Sie nicht auf, nehmen wir mit. Wir werden Zwischenstopp bei Lager machen, wegen zu gucken, ob irgendwas ist oder ob wir da einfach durchfahren können. Ja, verstanden. Frage, ja, Schaffensdruck, habt ihr einen Langstreckengrill dran? Negativ. Nein. Jo. Du hast doch auch eins, oder? Ich hab eins. Kontakt in Laka. Entfernung. Oh, nimm mal links zu den einen. Aber langsamer dann. Ah, halt an. Halt mal an. Scharfschützentrupp, Frage, eure Aufklärung. Ist es oben auf dem Berg? Oben auf dem Berg, genau. 650 Meter knapp. Werden die Amis sein. Ich sehe die Amis. Weitigen Kontakt sehe ich auf jeden Fall nicht. Naja, verstanden. Das sind Amerikaner, das sind unsere eigenen. Verstanden.
schlage vor, zur Army-Base zu gehen und nochmal einen Lacker im Blick reinzuwerfen. Währenddessen ihr da schon reinfahrt von mir aus. Jo, gib Gas. Verstanden, sind unterwegs. Ja, wir haben ja eh nichts rein, das war der Sinnpunkt direkt. Ne? Das funktioniert nicht mit unserem. Haben wir davon getestet. Ah, scheiße. Also geklärt. Was? Die sind jetzt aber dran. Ja, dann wir auch. Hauptsache, meine Sitze drin wippt voll lustig mit dem Fuß. Und mach mal langsamer bitte im Dorf. Ich hab hier Wärmequellen gehabt, eben gerade links von uns. Oh, 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 was? Achtung, 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 Achtung! Da steht ein Tanklaster auf der Straße und fährt einfach durch. Das hätte eine ID sein können. Halt an, halt an, halt an. Warte mal. Willst du denn das nie? Rauchwolke voraus. Auf 12 Uhr. Ja, erkannt. Ich habe keine Wärmequelle. Fahr mal weiter drauf zu. Wer weiß, was ist das für ein Scheiß? Frage, Schaffelzentrop. Habt ihr Einsicht, woher die große Rauchwolke kommt? Einen Moment, sehen die Rauchwolke von uns aus? Ja, haben Sichtkontakt. Sind dort irgendwas komisches? Kommen irgendwas auffälliges? Bis auf die Rauchwolke nichts komisches. Gucken aber nochmal genauer nach, geben gleich Informationen. Also ich bin derzeit oben. Also warten Sie bitte kurz. Okay, okay, da ist ein Zivilist gestorben. Oh, Achtung, Vorsicht! Zivilist auf der Straße! Ja, blau ist ja auch, oder? Giuseppe, kommst du vielleicht bitte mit? Ja. Ich hab vielleicht eventuell einen guten Punkt, wo wir reingucken können. Der blockiert uns. Ja, außenrum, außenrum. Wo bist du denn? Bin weiter runter zum Hügel, Richtung Rauchwolke. Da kannst du auf die Straße. Alles klar, ich nehme das Auto mit. Achtung, Granatwerfer, Treffer! Wer beschossen? Wer beschossen? Los! Durchstoß, durchstoß! Durch raus klar. Aus dem Dorf hier, gib sind das! Auf dem Weg. Steig ein, wir nehmen den Hügel da vorne. Raus aus dem Dorf. Nicht die Straße lang fahren, weg jetzt hier. Ja, ich wollte ja, ja, ich weiß. Oh, die geht von 6. Halten Sie durch! Wir haben rechts verlassen. Eindrehen auf die Anhöhe. Ja, jetzt geht's. Sind auf einem Hügel, checken die Lage jetzt genauer. RPG Abschuss, rechts von uns. Verfehlt, verfehlt, ja, Raketenwerferbeschuss, solltet ab. Ja, wir werden mit RPG beschossen. So, 200 Meter back. Oh, oh, warte, da kommt lang kein Nebel. Die obere Ort, wo wir jetzt haben wir Feuerfreigabe? Klar. Contact, Machine Gunner, 300 Meter east. Wir werden mit Gewehrgranaten beschossen. Wir haben jetzt sehr viel Beschuss, wir brauchen mehr Infanterie-Unterstützung. Soll ich irgendwie weiß fahren? Ja, verstanden, wir rücken das bisschen weiter vor. Wir drehen mal rechts ein, so dass wir aufs Dorf blicken können. Notfalls zurückziehen, wenn Beschuss zu viel wird. Ah, zurück zur Kaserne vor Ort, Mann. Und weiter vor, so dass ich sehe, wie du richtig gut bist. Ja, klar. Ja. Ja, genau, wie wir es schaffen, ist es so. Boah, es geht kaum. Ich glaube, ich würde ganz kurz und dann sehe ich sofort. Infanterie ein bisschen weiter zurückziehen. Wir haben bisher keinen Kontakt mehr. Ich habe. Karte Kontakt ins Daraus selber. Ich kann nicht mehr. Was ist los? Halt an, halt an, halt an, halt an. Zurück, zurück, einen Meter zurück. Steht, steht, steht. Und. Nacht. Tango down. Sie melde auch Zivilisten im Einsatzgebiet. Ah, erwischt. Schaffst du ein ziemlich Rückzeug vor?
Ich versuche, ihn wieder zu holen. Grid 1, 4, 6. 1, 6, 7. Ready. Fast mover, 2 clicks northeast. 2, rally up. Gut, kannst du, kriegst du ihn wieder zurück? Halt an. Negativ. Okay, Funkreichweite scheint noch zu reichen. Na gut, dann vor euch beide direkt ja. Aufsitzen auf Fahrzeug. Wir weichen hier aus, holen uns beide Schütze. Bin aufgesessen. Abgang? Fragezeichen. Spix? Ja. Aufsitzen, wir hauen ab hier. Nicht im eigenen Fahrzeug? Nein. Wohl in letzter Richtung, bei letzter Richtung Objekt. Gut, erstmal rückwärts weg. Hört ihr mich? Ja, verstanden. Ja, richtig. Richtig. Gut, bin in der Einsatzbasis zurück. Wo soll ich hin? Wir holen ihn ab, oder? Wir kommen zurück, wir holen dich ab. Verstanden. Das hat er jetzt schon mal gesagt. Gut, dann vorwärts links marsch. Gut, wir fahren zur Basis zurück. Aber es hat ja schon mal besser funktioniert als das letzte Mal. Definitiv. Nur ein Mannverlust. Was mich halt richtig nervt, ist, ich voll Idiot. Ich hatte vorher meine Aufnahme pausiert und ich habe vergessen, die Aufnahme zu drücken. Nein. Oh. Dann wird Teil, ja. Durch. Ja, ja. Wie lang kommt und am Rand alle drei Sterben was machen. Ja, das war eh komisch, also direkt zu schnell. Wir müssen da so präsentiert in der Krise sein. Ja, das ich war auch schon direkt oben drauf. Da ist halt mitten auf der Anhöhe, kommt jetzt frei und dann ist es kurz. Dass uns dann auch trifft, ja, da ist so ein Lack auf der Raketenkürze auch. Wahrscheinlich den Lock-on. Das war ein Start. Ich hab gerade einfach noch raus, ja. Oh! Bring das Ding nicht zum Umkippen. Was dauert das denn? Ja. Ey, ich bin mal hinten nicht allein. Unsere Füße sind ineinander. Oh, jetzt sind wir zu dritt. Oh. Yay. Gruppen kuscheln. ist es möglich, dass Scharfschützen Truppen am zweiten Kanal nimmt? Was? Zweiter Kanal? Ja. Könnt ihr nehmen, ja. Wenn ihr euch untereinander unterhalten wollt. Müsst ihr das bei euch ausmachen. Aber jetzt, wenn ihr nebeneinander steht, ist eh kein Problem. Aber tut mir gefallen, ihr nehmt ein großes mit, sodass wir euch rufen können. Wollte ich gerade sagen, nehmt euch ein großes mit und vergesst nicht, auch mal zurückzuschalten auf den kleinen. Nee, das sowieso, wenn wir halt im Gefecht sind, dann ist klar, dann schalten wir zurück auf den Hauptdingen und ansonsten haben wir unser, falls jemand ist. Und falls was ist, rufen wir euch dann mit dem Großen. Ja, um den Großen mit. Richtig, dann macht Große mit und dann macht man das so am besten. Auf meinen gesnackter Turm. Das ist so geil weit von da oben. Du kannst da oben mit dem Granatwerfer bis nach Attilo ballern. Ja. Giuseppe, einmal kommen. Höre. Wir fallen als Scharfschützentruppe. Wir nehmen Kanal 2 nochmal dazu, und weil zusammenhalten wir ein bisschen weiter entfernt sind. Alles klar. Frequenz ist 433.2. Also einfach nicht mehr lassen. Wir müssen keine Treffer machen. Ein Mal ist nicht stehen. Und nicht den Langstrecken vergessen. Aber dann, wir haben den Strider nicht gesprengt. Jetzt ist der nicht in der Base eigentlich. Punktcheck. War mal neben den Kampfpanzer. Wie das? Nicht so nah ran, nicht so ran. Giuseppe, komm mal bitte einmal kurz Kanal 2. Ich bin Kanal 2.
Ich bin Kanal 2. Funkcheck Kanal 2. Alles klar, verstanden. Hörst du ihn? Ja, ich höre ihn, ich höre ihn. Okay, dann passt wieder. Nicht den Langstreckenfunk vergessen, bitte. Jo, Langstreckenfunk mitnehmen. Ich rüste mich mal neu auf. Anders ausrüsten, nicht mein anderes Visier mit. Alles klar. Nordmann? Ja. Willst du weiter mit dem Schützenpanzer? Nein. Nein. Was willst du dann fahren? Voll vom Panzer. Ich würde sagen, wir. Patrol Saros, ne? Ja. Gab's die Halle auch mit MG oben auf dem Dach? Die Dinger gibt's nochmal, aber ich hab's ja noch nicht gespawnt, wenn wir eigentlich Schützenpanzer haben. So ein Patrol, wir halten Hunter mit. Ich weiß nicht, Schützenpanzer will ich jetzt nicht patrouillieren eigentlich. Ich würde Hunter oder Strider sagen. Ja, nehmen wir einen Strider. Dann nehmen wir uns wieder einen Strider und laden wieder ein bisschen. Ich lade noch ein paar Raketenwerfer rein wieder. Komme. Was hast du? Und mit